Willkommen zum Halloween-Spezial. Ich habe 7 Tage vor meiner Packstation ausgeharrt und hier ist es, Windows 8. So, da ist es, Windows 8. Wie man schon im Vorspann sehen konnte, ist es die Packung nicht ganz so groß, wie sie jetzt vielleicht auf den ersten Moment wirkt. Sie ist so groß wie eine normale CD-Hülle, etwas dicker gestaltet, aber weitaus kleiner als die üblichen DVD-Hüllen, die wir in letzter Zeit so hatten. Die Packung besteht aus 2 Pappteilen, den Schuber und den Innenteil. Den Schuber gibt es in 2 Farben für die beiden Versionen. Windows 8 Pro kommt in dunkelgrau und die Core-Version soll ab Februar 2013 im Handel sein und wird dann weiß sein. Das Innenteil gibt es in 5 verschiedenen Dekors, die wild gemischt einfach zufällig verteilt werden und dadurch 5 verschiedene Packungen jeweils zu den Editionen, also insgesamt dann 10 Retail-Packungen bieten und halt ein bisschen Abwechslung reinbringen. Der Karton hat eine sehr knappe Rückseite mit einem Screenshot des neuen Startcenters, Menüs, wie man es auch immer nennt, der Metro-Oberfläche. Hat einen Hinweis, dass man nur mit Windows 7 wirklich upgraden kann. Bei Windows XP und Vista bleiben die Daten auf der Strecke. Es ist wirklich nicht auf der Packung groß vermerkt, aber es handelt sich um eine Upgrade-Version. Der einzige echte Hinweis ist beim Label auf der Oberseite. Da steht WinPro 8 32-Bit, 64-Bit German VUP DVD. Das könnte verbilligtes Update heißen, muss es aber nicht. Ja, hat aber zur Folge, dass halt nur mit einem bestehenden Windows installiert werden kann. So, der Schuber hat nichts weiter. Der Innenteil einfach nur bunt. Klappen wir auf. Was finden wir? Ein herzlich willkommen Zettel. Der sagt uns zum einen, wie wir es installieren sollen, nämlich wir sollten mit der 32-Bit-CD im Zweifel anfangen und bei der 64-Bit-CD notfalls aufhören. Und wie wir unsere tollen Charms-Bars finden, nämlich entweder mit dem Mauszeiger in der Ecke oder mit einem Wisch von der Seite. In der Retail-Version finden sich 2 DVDs, die 32- und die 64-Bit-DVD. In Papphüllen steht nichts weiter drauf. Die DVDs selber haben ein bisschen Hologramm, Schnickschnack an der Seite, aber haben einfach eine Grundfarbe, in dem Fall blau. Wahrscheinlich hat die Core-Version dann eine andere Farbe, vielleicht weiß, man weiß es nicht. Hier steht dann auch explizit drauf, dass eine Upgrade-Berechtigung erforderlich ist. Ja, 64-Bit-DVD. Ja. Und, einzige was noch drin ist, die Schlüsselkarte. Steht die Edition drauf, ein lustiges Logo. Und auf der Rückseite findet sich der CD-Key zum Installieren. Ja, sollte man nicht verlieren, sollte man nicht öffentlich im Internet zeigen. Naja, tja, das war auch schon der gesamte Packungsumfang von Windows 8, in diesem Fall Pro. Ja, bis zur nächsten neuen Windows-Version. Bis dann, ciao.